So, ich habe mich schon ein bisschen weiter vorgekämpft. Wie man sieht, bis zur siebten Runde. Ich dachte mir jetzt noch 25 Aufnahmen zu machen bezüglich, dass ich das Kartenspiel verliere. Wäre taktisch vielleicht nicht so klug, weil das kann man wahrscheinlich an jeder Ecke sehen. Ich habe mich bis jetzt wacker geschlafen, wacker geschlagen. Ja, geschlafen habe ich auch. Und bin eigentlich bis jetzt so mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Das Problem, was ich jetzt habe, ist jetzt in der siebten Runde, dass ich jetzt noch keine Karte, also keine Mana-Kristalle aufgebraucht habe. Und in der Historie sieht man gerade, der Steinhauer Eber hat gerade meine Jägerin komplett fertig gemacht und ich habe noch wieder in der Runde mit seinem zuverlässigen Schuss. Hat er mir zwei abgezogen. 22 zu 20, das ist schon mal gar nicht schlecht für mich. Also gefühlt ist diese Runde schon mal etwas besser. Also das sieht man wahrscheinlich nachher pauschal schon, aber ich muss immer überlegen, welche Funktion hat welche Karte, welches Add-on gibt es noch und hast du nicht gesehen. Ich bleibe also am Ball. So, lange Rede, kurzer Sinn. Den Eber, den will ich weghaben und die will ich auch weghaben. Jetzt ist die Frage, was für eine Karte ziehe ich erstmal? Ich würde jetzt erstmal sagen, auf jeden Fall ihn hier möchte ich haben. So, kann ich erstmal nichts machen. Mit einem Schuss. Und dann hätte ich noch zwei über. Könnte ich ihn erstmal wegholen. Sie erstmal wegholen. Und vier auf den Helden. Ist jetzt so mein Gedankengang, um jetzt nochmal ein paar Punkte abzuräumen. Alles andere macht jetzt für mich von dem, was ich jetzt erfahren habe. Ist das jetzt mein. Was ist denn das jetzt? Mein drittes Spiel? Richtiges Spiel? Ja. Machen wir so. Dann machen wir mal so. Wo soll ich zuschlagen? Ja. Dann habe ich noch zwei und zwischen den beiden macht es keinen Unterschied. Nehmen wir den Fluss Kokulis. Das war's. Gut. 18 Karten noch. Okay. Zieht gleich den. Zieht immer gleich in der Runde die eine Karte. Das ist ja gut. 5 Lebenspunkte. 4, 7, 9. Wäre schon mal runter. Aber 9, ich muss den wegkriegen. Ich muss den wegkriegen. Jetzt könnte ich zwei Karten. Ich habe jetzt keinen Spot. Hätte ich jetzt einen Spot, hätte ich jetzt den noch platziert. Für die nächste Runde habe ich aber nicht. Das heißt, er kann auch wieder freie Bahn auf meinen Helden rübergehen. Also ziehe ich erstmal zwei Karten, um zu sehen, was kommt noch. So. Fügt allen feindlichen Dienern einen Schaden zu. Das ist schon mal gut. Dann hätte ich noch drei. Wenn ich noch drei habe, habe ich noch einen Schuss über. Und die kann ich dann ja gleich bewegen. Das heißt, ihm werde ich erstmal einen wegnehmen, so dass er 4 hat. So. Jetzt könnte ich ihn eliminieren. Also 6, 3. Dann hätte er noch einen. Wenn ich die jetzt nehme, dann ist sie weg. Das macht ja keinen Sinn. Hat ja die meisten Punkte, also die meisten Angriffspunkte. Wenn ich ihn nehme, schon mal zwei weg zumindest. Die beiden muss ich opfern für den, oder? Zwei Mana-Kristalle nehme ich. Und den, dann habe ich noch die beiden über. Das macht doch taktisch viel mehr Sinn, oder? Ja klar. Ja klar! Ruft ein Morlock-Speer. Beides bringt mir jetzt nichts. Er muss weg.
Ach nee, warte mal. Scheiße. Drei hat er dann noch, aber nur zwei. Dann muss ich ihn nehmen. Wann könnte ich noch... Drei... Naja, und jetzt kann ich auf jeden Fall nochmal 6 Punkte runterziehen. Das ist doch schon mal. Wo soll ich zuschlagen? Das war's. Gut, das ist aber schon mal schön. Oha, 4 Punkte kann ich schon mal runterziehen. 5 Punkte könnte ich schon mal. Ruft ein Eber herbei. Und die... Dann hatte ich noch mal wieder 2. Und der ruft auch noch mal. Dann hätte ich 4 auf dem Dings. Das heizt ihm noch ein, oder? Oder brauche ich hier so ein... Der mit 6, 2... 2 sind 4... 7 für 7 Mana-Kristalle plus den hier. Das ist meine Überlegung, um ihm zu schaden. Orga der Felsfäuste, ich glaube, das bringt mir jetzt nichts. Obwohl, der hat auch 6 Angriffspunkte, aber die könnte ich... 3, 1, ja, der wird sofort weg sein, ruft aber noch einen, das macht für mich am meisten Sinn. Legt euch nicht mit Zorn an! So, dann kriegt er jetzt noch einen auf die 12. Wo soll ich zuschlagen? Das war's. Meine Laune steigt gerade ein bisschen. Huba oder Huba da. Ich lass die Runde los. Aber jetzt bin ich ganz aufgeregt und ganz nervös, weil... Sechs und sieben, das macht ja Sinn. Schuss kann ich eh nur einmal nutzen. Ja, den ziehe ich mit. Meine Güte, sind das viele. Er zittert vor der Macht, Sturmwind. Ich habe schon gewonnen, was überlege ich denn da? Oh, hallo? Nee! Ach, der Protektor. Scheiße! Den muss ich erstmal wegmachen. Das ist kein Thema. Das ist alles easy going. Der wird sofort... Ah. Ja, guck mal. Ja gut, das macht sich jetzt natürlich megamäßig bezahlt, dass ich all die Karten habe. Hearthstone, ich komme! Jetzt überlege ich gerade mal. Der hat 4 Angriffspunkte. Das ist ja schon beeindruckend. Und weg damit. Weg damit. Was für ein glorreicher Sieg. Das ist aber schon, ich weiß nicht, ist das eine Hausnummer 85? Glaubst du schon ganz gut, oder? Wo soll ich zuschlagen? Hey! Machst du das normal, mach ich aus deinen Ohren Wäschetrockner? Ja, genau. So, den Jäger freigeschaltet. Ach, das ist ja toll. Das ist ja schön. Ah. So. Jetzt kann ich... Magier... Achso, jetzt kann ich auswählen. Ich nehme sie aber jetzt nochmal mit meinem Kartendeck. Und jetzt kann ich den Krieger
Oder wen nehme ich mal hier? Paladin, Hexenmeister? Aber wir nehmen die Krieger. Die nächste in der Rangliste auch gut. Ich muss gar nicht klicken, er lädt von alleine. Sehr gut. Jaina gegen Garrosh. Sieg oder Tod. Ihr habt es so gewollt. Die Karte ist mir eindeutig zu hoch. Und die 7er eigentlich... auch noch. Behält man am Anfang eine Karte? Wie viele Mana-Kristalle? Macht das Sinn? Eine behalte ich mal. So, zwei. Gut. Ja, die setze ich jetzt, glaube ich, noch nicht ein. Ich warte noch eine Runde. Ich warte. Ich warte. Was ihr wolle! So, jetzt habe ich schon mal zwei. Ich muss... Einer bringt ja erstmal nichts hier. Würde auf jeden Fall ganz gerne. Weil er ruft. Er ruft ja noch jemanden herbei. Und dann ist schon mal zwei auf dem Deck. Was war das denn? Heldenfähigkeit erhaltet zwei Rüstungen. Er hat zwei Rüstungen bekommen. Okay. So. Den Protektor muss ich wegholen. Waffe des Gegners hat er ja noch nichts. Sie ruft einen Eber herbei. Macht für mich jetzt, verursacht drei Schaden, der zufällig auf alle Feinde verteilt wird. Die hat nur einen. Das macht jetzt, glaube ich, keinen Sinn, weil den opfer ich jetzt gleich. Legt euch nicht mit Zahn an! Wir sind schon wieder zwei Rüstungen. Sag mal. Was macht die denn? Schützt die noch oder was? Also den Eber, das ist schon mal gut. Vier Münzen. Also die Einer sind ja immer gut. Wenn ich die beiden noch nutze, dann würde ich das eher so machen. Ihn hole ich weg. Dann ziehe ich... Kampfschrei verleiht einem befreundeten Diener plus ein. Jetzt könnte ich mit ihr 2, 3... Das klingt mir nach viel, das probiere ich mal. Auch er mit seiner Rüstung, ja, ja, natürlich. Spüre meinen Stahlschwein! Ist halt die Frage, hau ich ihm noch einen rein? Oder lege ich erstmal noch eine Karte?
Verleiht einem befreundeten Diener 1 plus 1. Und wenn das 3 in der nächsten Runde, wenn er mir die nicht wegnimmt. Ach man, ey. Aber bei Gers schon. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Das war's. Oder? Nur ich und Herr Beißerchen. Kampfschrei verursacht einen Schaden. Das ist schon mal gut, oder? 2-2. Kampfschrei zerstört die Waffen eures Gegners. Stell die Waffen eures Gegners. Also taktisch macht das ja klug. Genau. Taktisch macht das ja Sinn. Die hat 4. Würde ich die opfern? Vorwärts! Ja, Kampfschrei verursacht einen Schaden. Ein Schuss, ein Treffer. Immerhin. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Jetzt habe ich 2 noch auf dem Deck. Mit hier kann ich noch 3 runterziehen. Und dann kann ich einen noch von denen hier nehmen. Was anderes habe ich ja nicht mehr. Aber ich denke, das ist doch schon mal. Gar nicht schlecht. Spüre meinen Stahlschwein. Das war's. Greift an! Er immer mit seiner Rüstung. Ein Special Feature da. Meine Güte. Ah. Okay, Spot. Den brauche ich auf jeden Fall. Als Protektor. Den kann ich noch nicht. Die beiden könnte ich, oder? Also definitiv. Das Dingo! Ja! Jetzt auf 2 runter. Jetzt könnte ich. Wäre er weg. Könnte ich mit den beiden nochmal und hätte noch einen Schuss frei. Die Karte jetzt zu ziehen macht, glaube ich, jetzt primär. Oder ist das Schutz für die nächste Runde, dass ich die. Ich mache das jetzt erstmal so. Ich werde es versuchen. Spüre meinen Stahlschwein. Nee, ich bau auf. Das war's. Ich baue mein Kartendeck auf. Platziere Karten. Was ihr wolle! Legt euch nicht mit Zorn an! Ja, ich bin froh, dass ich hier kein Zeitlimit habe. Also wenn jetzt hier noch so ein Timer ablaufen würde, das würde mich gerade total stressen. So. Ich glaube, der macht Sinn hier. Er zittert vor der Macht Sturmwind! So, jetzt muss ich mal überlegen eben kurz. Die müssen an dem vorbei. Der kann 2 abziehen, der kann 1 abziehen, der kann 2 abziehen. Ich könnte also 6 oder 10 könnte ich schon runterholen. Also 13. Oh, macht das Sinn jetzt? Oder... Angreifen kann ich nicht, weil ich den Protektor wegkommen muss. Ah, scheiße, Mann. Ich werd's versuchen. Das
Es reizt einen ja, ne? Aber auf der anderen Seite könnten die auch nerven. Aber der hat 3, der hat 1. Das wäre eigentlich alles zu schade. Die 4 für die nächste Runde vielleicht. Oder wenn ich die so aufgerüstet habe. Oh Mann, ey. Also ich glaube, das Schöne daran ist, wenn man das später irgendwann sieht. Also wenn das so ganz locker, so leicht von der Hand geht, ich glaube, dann ist das auch noch, also ist für mich echt noch so ein bisschen stark viel Überlegung und Zeitverzögerung. Weil ich könnte ihn auf Schlag schon ganz schön malträtieren. Aber mit diesem Zug wäre das jetzt entscheidend. Also den opfer ich garantiert nicht. Den opfer garantiere ich auch nicht. Höchstens den hier. Mit 4 Angriffspunkten und denen, aber es ist auch schon fast zu schade. Spüre meinen Stahlschwein! Das war's. Die Tore sind geöffnet. Ich lehne mich jetzt mal extrem weit aus dem Fenster. Ich würde sagen, die Runde habe ich gewonnen. Dieses Spiel. Alles andere ist auch egal. Brauche ich quasi eigentlich gar nichts mehr. Eigentlich kann ich schon... Ja, ich muss den ja auf den Weg kriegen. Jetzt nur rein von der Überlegung, ja, da ist wahrscheinlich Platz anderen jetzt die Birne hier, aber der, den würde ich verlieren, würde ich verlieren. Der hat aber... Also das heißt, den mit den geringsten Lebens- und Angriffspunkten wäre der hier oder der hier. Den Protektor behalte ich natürlich. Und jetzt habe ich komplett freie Bahn. Und damit habe ich schon... Ich mach's trotzdem. Ja, ja, klar. Okay, dann hat der... Ah, sehr gut. Für die Allianz! Spüre meinen Stab! Spüre meinen Stahlschwein! Ja, Mann! Nice! Et Viola! Genau! Ey, cool, das lief ja mal gar nicht so schlecht. Also dann habe ich jetzt im Prinzip hintereinander 2-mal sogar gewonnen. Das ist ja ein richtiges Erfolgserlebnis. Ist ja super. Ja, das ist klasse. Also ich hoffe, der Trend hält an. Ding bringt eine Klasse bis auf Stufe 10. Was? Bringt eine Klasse bis auf Stufe 10. Ah, eine neue Quest. Ah, okay, alles klar. Ja, das ist... Cool, ich mach, das habe ich gerade Glücksphase, ich mache jetzt hier erstmal mit der Magierin weiter. Und suchen wir mal hier einen neuen Gegner aus. Und ich glaube, ich nehme Schamane.